Der Erntedankumzug in Langenoldhausen ist schon seit vielen Jahren Tradition. So hatten auch diesmal wieder die Vereine Wagen vorbereitet und Kindergarten- und Grundschulkinder beteiligten sich am Umzug durch das Dorf. Mit dabei auch die Ortsvorsteherin Barbara Wachauf in einem bunt geschmückten Blumenwagen. Auch einige Fußgruppen gingen mit beim Umzug durch das Dorf, der von den Treckerfreunden aus Altenaffeln begleitet wurde. Der Festzug führte von der Sokolade über die Sundener Straße und der Bornstraße noch einmal durch Langenoldhausen, bevor es zur Schützenhalle ging. Hier gab es eine Landwirtschaftsausstellung, Kinderbelustigung, Vereinswettkämpfe und wer das Tanzbein schwingen wollte, kam auch nicht zu kurz. Verantwortlich zeichnete die Feuerwehr und die Kameraden des Musikzuges der Feuerwehr für diese Veranstaltung zum Erntedankfest.